Der pfeift dich! Beginnt. Kannst du das Kamera wegdrehen, weil ich muss die Bade ziehen, weil ich bin nackelig. Daniel ist nackelig. Ja, wir fahren jetzt gleich nach Dortmund. Apropos, hier ist es so... Nein, nicht apropos, das ist, ich wollte es einfach so sagen, es ist mega windig hier. Und wir haben bereits auf dem Balkon diese ganzen Vorhänge und das Dach abgemacht, weil es so windig war, dass ich heute Morgen ein Ding gelöst hat. Und das ist mir fast ins Gesicht geflogen. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wir haben jetzt das Dach abgemacht, alles andere. Und das ist jetzt hier. Und da das noch so ein bisschen nass ist, wollen wir das erstmal halbwegs trocknen lassen, bevor wir das wieder in die Tüte packen und in den Keller packen. Weil ich glaube, es wird dieses Jahr nichts mehr mit dem schönen Wetter. Daniel zieht sich um und dann fahren wir los. Ach ja, und das hier müssen wir auch noch wegbringen. Diese Pflanzen hier sind schon vertrocknet und hier drin ist ganz viel Pappe. Das muss auch noch weggebracht werden. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. Diese durchsichtigen, die wir haben. Weißt du, welche unten auf dem Boden, die? Ja, nee, die gibt's aber auch so. Das sind die. Davon hatten wir ganz viele. Wissen wir nicht. Die hattest du auch gegessen. In Köln, weißt du das noch? Nee, ich kann die sind nicht. Durchsichtig auf dem Boden. Tja, das hat er jetzt gesendet, aber das sendet er nicht. Cool, frisst dann, klatsch. Der Knoten ist relativ klein, ne? Aber du musst jetzt überlegen, wenn es an der Wand hängt, haben wir den gerade Wand hier? Da hinten. Testen wir das mal. Ich bin gerade beim Chicken Max. Und suchen jetzt gerade ein bisschen Deko fürs Wohnzimmer. Unter anderem, du musst am Fenster dann stehen. Das heißt, du müsstest so den Haken ein bisschen vormachen. Ja. Weil so willst du am Fenster hängen. Sieht ja scheiße aus, oder? Das ist schön. Kostet nur 10 Euro. Und hier das. Wie machen wir das denn fest? Den blauen Haken unter dem Rolladenkasten. Und dann mit so einem Band. Also mit einem Band runterhängen lassen. Genau. Und dann holen wir noch eine Lichterkette und dann kommt das noch drum. Ja. Ja? Wenn dir das gefällt. So, Freunde, wir sind jetzt fertig mit der Innenstadt. Wir waren ja ein bisschen in Dortmund in der Stadt unterwegs und was wir gekauft haben, das zeigen wir natürlich euch gleich. Und jetzt machen wir uns eben noch auf den Weg zu black.de, denn, wieso eigentlich, wir brauchen noch so eine Lichterkette, haben wir gesagt. Links abbiegen auf Hamburger Straße. Hier links? Ja. Das wäre schön, wenn du mehr sagen Entschuldigung. Würdest. Und gucken da natürlich noch so ein bisschen nach Deko. Ihr wisst es ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen blau dekoriert. In meinen Augen ja, fehlt da noch so ein bisschen was, deswegen gucken wir mal. Aber das Problem ist, zurzeit gibt es halt mega viele, ja, wie sagt man so, Brauntöne und ja, Laubblätter und Igel und... Vielleicht weil Herbst ist? Ja, ja, natürlich, weil Herbst ist. Also ganz, ganz viel Herbstdeko. Und es ist schwierig, so Blautöne zu finden. Aber wir haben ja schon mal was gefunden. Auch wenn es nur ein Teil ist. Obwohl, zwei Teile, aber das eine gehört nicht wirklich dazu. Oh ja. Und ich habe gerade wieder Unterleibschmerzen. Deswegen fährt Daniel.
wollte ich letztens beim Action haben. Das gab es aber nicht. Ja, das nehme ich mit. Ja, was eine schöne Farbe. Nicht. Das hier ist echt größer, glaube ich. Ne? Kann das sein? Daniel hat gesagt, ich brauche für mein Auto unbedingt einen Mülleimer. Was ist denn rein? Ich will auch einen mit Deckel nehmen, ne? Ja, ja. Hier ist einer. Na gut. Nimmst du mit? Oh, was Blaues. Ups. Oh nee, aber das ist hässlich. Das ist schön. So, als wir vorhin unterwegs gewesen sind, habe ich mir mal was gegönnt. Hallöchen! Jetzt mal raus. Ach! Könnt ihr sehen? Sieht jetzt erst einmal nicht so spektakulär aus. Ich hatte schon mal vor längerer Zeit mal gesprochen, dass ich mal irgendwann mal gesagt, aber jetzt nicht zu euch, glaube ich, dass ich mir eine Kühlbox holen wollte. Und jetzt habe ich mir eine geholt. Und zwar von Dortmund. Hallo Dortmund. So, hier ist der Motor drin. Ach, hier macht man das so offen. Da seht ihr. Dann habe ich hier meinen Anschluss. Raus. Habe ich hier einen Anschluss für die Steckdose halt ganz normal. Und hier für einen Zigarettenanzünder im Auto. So, jetzt kann man hier einmal auf kalt und heiß stellen. Auf Eco und auf Maximal. Man kann sogar hier heiß machen. Also das ist halt, ja, richtig geil. Essen warm halten oder wie auch immer. Denke ich mir. Dachte mir, ist auf jeden Fall mal eine ganz coole Sache. Jetzt verstecke ich mal die Kabel hier wieder. So geht das Teil dann auf. Astrein, ey. Du brauchst Anweisungen. Kühlbox, Aufbau, Deckel, Tragegriffbehälter, Bedienfach mit Schalter und Kontrollleuchte. So, Freunde, wir haben jetzt ein Haul für euch. Du. Ich habe ein Haul für euch. Und zwar waren wir einmal beim TK Maxx. Das habt ihr ja, glaube ich, gesehen. Und zwar haben wir dort dieses Holzherz gekauft. Und ich wollte, dass das dort hängt. Die Lichterkette. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier einen Haken reinmachen. Genau. Dass das hier runterhängt. Hast du? Ein, ja, ich habe noch einen unten im Keller. Super. Dann erstmal auspacken, würde ich sagen. Oh. Das ist das Herz. Schreibt mal, wie ihr es findet. Ich finde das super schön. Vor allem, ich finde, das ist so tatsächlich Alljahresdeko. Ich finde, das passt irgendwie zu Weihnachten, aber auch in den Sommer und generell und überhaupt. Und das soll jetzt dorthin. Halt das mal hin und ich filme das. Soll ich jetzt mal versuchen, das dort aufzuhängen? Ja, kann sie machen, wird aber nicht funktionieren. Ausprobieren. Ja, es steht ab, so wie du es sagtest. Kannst du von der Seite mal zeigen? Ja. Wow, das ist geil. Halt mal. I like it. Jetzt mal? Ja. Also ich würde sagen, also die Höhe ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Ja. Ne? Also tendenziell würde ich sagen, dass wir es dann hier hinhängen. Also nochmal so. Aber guck mal, so dreht sich das, siehst du das? Kannst du ja näher hier dran gehen, das ist nicht das Problem. Kannst es ja. Es soll schon tiefer hängen. Ja, müssen wir nochmal ein Band also, dran? Denke mal so von der Höhe her, oder? Nochmal so 7, 8 cm Band runter, ne? Ja. Der Haken ungefähr dran, das ist einigermaßen. Ja, das ist kannst gut. Kannst du ja auch so rum, dann ist ja eigentlich egal. Dann habe ich einmal mitgenommen. Machen wir noch kurz beim Real. Kratzeis. Dann haben wir nochmal mitgenommen. Das gab es in einem Süßigkeiten-Outlet. Frag mich nicht wieso, aber Duschgel. In einem Süßigkeiten-Outlet und zwar von Dusch das. Ja, so ein fruchtiges, roch richtig gut. Deswegen haben wir das mitgenommen. Für 1 Euro noch was in so einem Pumpspender. Richtig cool. Mit 750 Milliliter. Dann hat Daniel sich mitgenommen Bounty. Das war halt in diesem Süßigkeiten-Outlet. Dann habe ich
Einmal hier Milka Kuhflecken. Dann hat er noch Mikado mitgenommen und Rollo mitgenommen. Dann haben wir einmal Durstlöscher mitgenommen. Wir lieben Durstlöscher, trinken so viel Durstlöscher. Dann einmal dieses Teelichtgläschen. Das war aus dem Black.de. Oh nee, Schatz, nicht mit dem Band. Provisorischerweise. Ach so. Und dann dieses Teelichtglas, das war auch aus dem TK Maxx. Dann hat Daniel sich 2 Notizblöcke geholt bei Black.de. Dann, ach stimmt, da waren wir beim Asiaten ganz am Anfang. Dann habe ich 2 Mango Juice geholt. Habt ihr irgendwo eine Schiele hingelegt, hat uns das nicht? Ja. Beim Asiaten haben wir uns einige Fertignudeln geholt. Die hatte ich früher immer in Köln in der Wohnung und da hatte ich mal wieder mega Bock drauf. Da haben wir 4 Stück von geholt. Das sind nämlich diese Yum-Yum-Nudeln. Diese Nudeln sind allerdings Glasnudeln, also die werden durchsichtig. Dann haben wir hier nochmal welche mit Chicken-Geschmack. Alles für Daniel. Und hier, noch nie gesehen, Hanko-Style-Nudel. Ist mir noch neu. Da ist auch so eine Soße mit bei. Finde ich super interessant. Musste ich mitnehmen. Dann haben wir eben so bei, ich switche gerade von Laden zu Laden, bei Black.de eine Packung Batterien mitgenommen. Unter anderem halt für die Lichterkette, die wir noch nicht gekauft haben. Und wieder Durstlöscher. Und Mamacitas Breeding Mix. Das ist halt so KFC-Gedöns. Einmal dieses Teil. Das stellt man sich vors Fenster. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Wir müssen nur gucken, wo wir das machen. Ich stelle das mal mit euch hier vor die Wand, um zu gucken, wie das aussieht. Wie würde das hier aussehen? Auch nicht schlecht, ne? Daniel? Ja? Oder halt, ich muss jetzt entscheiden, hier, dann schreibt Hashtag Wohnzimmer oder hier, dann schreibt Hashtag Schlafzimmer. Also ich glaube, ich würde dann hier noch ein bisschen umstellen. Ich finde das eigentlich ganz süß. Ach ja, und guck mal hier auf den Preis, nur 4,44 Euro, ist das nicht krass? Oder ein Wohnzimmer auf der Fensterbank. Schreibt in die Kommentare. So, Freunde, wir haben jetzt Essen gemacht, also Pizza ist im Ofen. Aber ich habe Bock auf diese Nudeln, die wir da geholt haben. Deswegen esse ich die jetzt. Und Daniel skypt noch mit seiner Schwester. Aber ich esse trotzdem schon mal, weil die Pizza ist sowieso noch nicht fertig. Pizza ist fertig. Weil die müssen auch wohl morgen wieder arbeiten, ne? Ja, das müssen wir. Alles klar, Stefanie. So, ein bisschen Oregano drüber gestreut und Arschlecken. So. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Ja, wir drücken nachher Dortmund erstmal die Daumen, wa? Absolut, glaubt, die haben es nötig. Ja. Aber ich hab ja das Trikot an, was soll da schief laufen? Ja, Egon. Wo? Hast du auch. Alles klar. Okay, Stefanie, bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. Der frisst dich. 1:1 wie gerade. Und das kriegen sie nicht verteidigt. Freunde, schaut mal. Ich habe jetzt hier so eine Lichterkette noch angebracht. Das sieht so schön aus. Oder was sagt ihr? Gefällt es euch? Wir haben jetzt auch überall hier Kerzen angemacht. Ist das Spiel vorbei? Mhm. Und? Gehst du bitte zur Seite? Okay, man kann sich denken, was passiert ist. So, ich habe mich jetzt ins Schlafzimmer verzogen. Ich bin auch echt schon mega müde. Aber ich werde versuchen, noch etwas zu bügeln. Und werde nebenbei einfach irgendeine Serie gucken. Oh Gott! Thank you.
gebügelt und ich bin richtig müde. Ich glaube, man kann das sehen. Ich habe den Wäschekorb da hinten immer noch nicht meiner Mama gebracht. Ich glaube, das mache ich morgen. Daniel ist noch im Wohnzimmer und guckt noch einen Film. Aber ich würde vorschlagen, dass wir den Dynamite des Tages verschieben, weil ich echt mega müde bin. Ich will mich jetzt einfach nur noch abschminken und ins Bett gehen. Deswegen nimmt es mir nicht übel, aber ihr sollt natürlich trotzdem dieses Video kommentieren für den Dynamite des Tages. Ja, es ist super wichtig. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns auch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann könnt ihr dies natürlich auch gerne tun. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren. Und auch all die Leute, die uns bereits abonniert haben, guckt mal nach, ob die Glocke aktiviert wurde. Und in der Endcard habt ihr die Möglichkeit, euch noch 2 weitere Videos anzugucken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen in aller Frische um 18 Uhr wieder. Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Gute Nacht. Tschüss.